Ja, hallo, schönen guten Tag. Liebe Freunde des gepflegten Gamings, willkommen hier wieder auf dem Anibal-Kanal. Für euch am Start Crazy Chris heute mit Prodeus, und zwar der Trophäe Pazifist. Ein Level schaffen, ohne einen Gegner zu killen. Genau, das ist jetzt auch gar nicht so kompliziert, weil wir gehen dafür einfach ins erste Level, in das Level Sack rum. Und ja, da geht ja jetzt noch nicht allzu viel ab. Ich meine, da gibt es schon gut Gegner, über 100 Stück, aber halb so wild. Ich zeige euch kurz mein Loadout, weil nur so als Tipp, Doppelsprung und Sportboost mit am Start zu haben, schon ist sehr hilfreich. Ich werde allerdings hier, weil in dem Level gibt es einen Skip, wo man echt eine krasse Stelle skippen kann. Aber das werde ich jetzt nicht machen hier in dem Video. Allerdings müssen wir hier einfach, ne, dem Level folgen, einfach an den Gegnern vorbeilaufen. Hier sind nur vereinzelt ein paar Zombies am Anfang. Das ist jetzt noch halb so wild. Hier kann man sich schon eigentlich was sparen, indem man genau hier oben hoch jumpt, aber dann genau da lang in die andere Richtung geht. Ja, hier öffnen sich jetzt die Fenster. Wir müssen aber einfach hier weiter dran vorbei, links rum. Dann die Treppe hier hochlaufen. Den kleinen Typen lassen wir mal außer Acht. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr getroffen werdet, außer ihr wollt die Trophäe, dass ihr die Trophäe Hard Target auch in einem sammeln. In Level schaffen, ohne getroffen zu werden. Das mache ich jetzt aber hier nicht. Wir gehen einfach hier weiter, folgen dem Level noch. Genau, und wenn wir nämlich jetzt hier durch sind, ja, hier rechts noch lang. So, und wenn wir jetzt nämlich gleich hier, genau, hier ist der Fahrstuhl, wo wir am Ende hin müssen mit der roten Karte. Und hier kann man schon mal über die Lava mit Doppelsprung jumpen. Und jetzt könnte man auch von hier, das schaffe ich allerdings jetzt nicht, direkt zur roten Karte jumpen und hätte dann das komplett alles geskippt. Haben wir jetzt nicht getan, ist aber auch nicht so schlimm, weil auf normal killen die Gegner einen jetzt nicht so schnell. Einfach hier oben rein. Genau, das Level sollte einem ja auch bekannt sein. Ne? Da verrate ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel. Das Einzige, was hier halt richtig cool und sinnvoll ist, ist dieser Skip. Genau, hier einfach drüber, völlig unnötigerweise den Nexus-Punkt noch aktivieren. Und dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Wir müssen ja jetzt hier nur noch dran vorbei. Genau, jetzt kriegen wir die rote Karte, müssen dann hier nur noch über die Brücke sprinten. Am besten immer sprinten und Doppelsprung-Boost noch in der Luft reinhauen. Dann kommt man hier auch ganz, ganz schnell an den ganzen Gegner vorbei. Und sobald man hier in dem Aufzug ist, ist man auch safe. Und das Level ist aber dann noch vorbei. Ne? Ihr könntet vorher noch mal gucken, ob ihr auch 0 Kills habt. Ne? Wenn ihr auf die Karte geht, habt ihr oben rechts, könnt ihr auch gucken, wie viele Kills ihr gemacht habt. Und da muss halt 0 stehen, bevor ihr das Level beendet. Ansonsten könnt ihr nämlich neu starten. Genau. Und damit sollte die Trophäe Pazifist schon im Sack sein. Alles klar, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf dem Anibal-Kanal. Abo wäre ganz cool. Like wäre auch ganz cool. Haut rein.